Wir haben nie gezweifelt. Am Rande eines Termins in der Offenbacher Albert-Schweitzer-Schule äußerte sich Sportkoordinator Ramon Berntroth über den wiedererstarkten OFC und die unverhofften Aufstiegschancen der Offenbacher Kickers. Das Wehenspiel, das hat reingehauen und die Kritik danach, irgendwo hilft sie ja doch, auch wenn sie teilweise vernichtend war. Nein, das muss man sagen. Also ich kenne es ja selbst oder auch aus der Historie. Italien ist mal so Weltmeister geworden 1982. Wir haben in den Gruppenspielen 3 Unentschieden gemacht. Die Kritik im Lande, in Italien, war so vernichtend, dass die plötzlich so ein Wir-Gefühl entwickelt haben und haben dann alles weggeputzt, Brasilien, Deutschland, Argentinien und sind souverän Weltmeister geworden. Also es gibt sowas, dass du manchmal ein grottenschlechtes Spiel brauchst, um vielleicht diese Leistungsexplosion zu haben. Und dann natürlich auch von Trainerseite, hat ja auch Maßnahmen ergriffen und hat das entsprechend korrigiert. Das, vielleicht muss es manchmal sein. Obwohl, wie gesagt, wenn ich jetzt zurückblicke, letzte 6 Spiele, es waren 4 Siege, 1 Unentschieden und nur diese blöde Wehen-Niederlage. Aber wie gesagt, vielleicht war es zum richtigen Zeitpunkt nochmal. Eigentlich bei der Verletzungsmisere, die wir in der Rückrunde hatten, ich mache jetzt keinen Understatement, ist es eigentlich schön, dass wir nicht in Abstiegsgefahr geraten sind und dass wir jetzt sogar noch das i-Tüpfelchen draufgesetzt haben, also Mannschaften, Trainer ja vor allen Dingen und so toll jetzt dastehen, dass du sogar noch eine Chance hast für die Relegation. Das ist schon bemerkenswert und freut uns alle.